Ich hoffe, dass dieses Zeichen, die hier jetzt die Polizei gesetzt hat, durch die Welt geht. Ja, liebe Bevölkerung, die hier gerade zuschauen, das ist ein Skandal für die Polizeigeschichte, was hier sich heute abgespielt hat. Und wir bezahlen die Polizei. Ja, ja, genügend. Dass wir hier Wasserwerfer gegen friedliche Demonstranten einsetzen und die Straße räumen wie ein Putzkommando. Die Leute haben sich jetzt hinter den Wasserwerfern wieder formiert und dann ist eine Hundertschaft und hat da den Platz mit den Panzern auch geräumt. Es ist also wirklich unglaublich, wie da oben alles geputzt wird. Ja. Und dass die Polizei überhaupt das mit den Wasserwerfern macht. Das ist ja schon ja, wieder mal Geiselstrategie, die Demonstration zu zerschlagen. Geisel hat im Vorfeld noch gesagt, gestern konnte man noch lesen, wir werden keine Wasserwerfer gegen die Bevölkerung einsetzen. Also da seht ihr, liebe Leute, hier das Wort, dieses Menschen wert ist. Ja, was Geisel sagt, glaubt doch sowieso keiner mehr. Außer, dass er gesagt hat, eben, wir werden mit aller Macht diesen Wanderzirkus der rechtsradikalen Demonstranten nicht mehr in Berlin auf unseren Straßen marschieren lassen. Yeah. Und das ist genau das, was jetzt gerade eben wieder passiert. Nicht? Er möchte einfach die Demokratie in Keime ersticken und die kritischen Stimmen verhindern. Und ja, aber ich denke, diese Bilder sind vielsagend und sie werden durch die Welt gehen und die Polizei hier in einem Lichte dastehen lassen. Die Welt wird es sehen und die wird begreifen, zu was für einem Staat Deutschland inzwischen mutiert ist. Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun und wer jetzt nicht spätestens nach diesen Bildern heute aufwacht und nachdem, dass das Infektionsschutzgesetz jetzt durchgewunken wurde, der hat dann nichts begriffen. Die müssen weiter schlafen, die müssen wirklich die Zwangsimpfungen in die Arme reingedrückt bekommen, wenn sie eine Reise machen wollen und so weiter. Die Menschen werden schon noch wach werden. Also ich hoffe jetzt ganz inständig auf unsere Verfassungsrechtler, dieses Gesetz wieder zu kippen. Ich habe halt 20, 25 Polizisten, Familien in Behandlung und ich weiß, in was für einem Zwiespalt die Polizisten stehen, weil sie bangen um ihren Job. Sie haben auch ihre Häuser zu finanzieren, in ihre Familien zu finanzieren. Es ist halt einfach, bis dieser Befehl kippt, zu verweigern, also das Remonstrationspflicht tatsächlich wahrzunehmen, da braucht es noch viel mehr. Wir bleiben dabei, wir bleiben stark, wir werden wiederkommen und wir werden weiterhin auf die Straße gehen und für unsere Grundrechte einstehen, vor allen Dingen für die Gesundheit unserer Kinder. Gibt es ein Leben nach dem Wasserwerfer? Ich sehe, du bist gut eingepackt. Ja, ja, ich habe mich gut vorbereitet. Hier mein Airbag, nicht, und meine Wasserkluft. Ja. Ja, es gibt ein Leben nach den Wasserwerfern und das fängt hier und jetzt an. Richtig. Es fängt hinter den Wasserwerfern an. Wir stehen ja immer noch da oben. Euch allen gilt der Dank.